Liebe Freundinnen und Freunde, vor zwei Tagen hat sich in der Türkei eine große Katastrophe ereignet. Nach zwei großen Erderschütterungen gibt es jetzt inzwischen in 10 Provinzen in der Türkei 15 Millionen Menschen, die davon betroffen sind. Und wir haben einen sehr großen Verlust des Lebens und weiterhin verschüttete Menschen, die wir mit großer Kraft aus diesen Trümmern herauszuholen versuchen. Von Anfang an haben wir in Deutschland mit den deutschen Behörden, mit unseren Partnern hier in Deutschland unsere Verbindung aufgenommen und von Deutschland aus haben wir in die Türkei Such- und Rettungsmannschaften geschickt. Ich möchte mich hier sehr herzlich bedanken, dass die deutschen Behörden unseren Wünschen nachgekommen sind und in die Türkei sehr viele Mannschaften, Such- und Rettungsmannschaften und anderes Gerät auch geschickt haben und weiterhin solche Mannschaften und Geräte in die Türkei heute noch geschickt werden. Wir hoffen, dass noch Leute lebendig aus den Trümmern geholt werden können. Ich möchte mich sehr herzlich auch bedanken für die Hilfsleistungen, für die Geldspenden, für die Sachspenden, die unsere deutschen Freunde hier in Deutschland für die Erdbebenopfer, erdbebenbetroffene Leute in der Türkei sammeln. Ich bedanke mich im Namen meiner Botschaft, im Namen meines Landes bei jedem Einzelnen, bei jeder Einzelnen bei Ihnen. Dankeschön.